buenos días. Hi Leute und guten Morgen. Ich bin gerade schon draußen mit Tommy. Also Tommy ist der Hund von denen. Das ist ein deutscher Schäferhund, was für ein Zufall. In Spanien. Ich werde jetzt gerade in den Park gehen. Hier gibt es nämlich so einen richtig schönen Sportpark. Ist jetzt nicht übermäßig groß, aber reicht für ein bisschen ein kleines Workout. Und ich dachte, ich nehme euch heute einfach so den Tag mit, wie meine Routine hier so in Spanien ist. Genau, was ich so am Morgen mache. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt will ich euch unbedingt voll den schönen Ort zeigen am Meer, wo ich immer auch mit Tommy laufe. Das müsst ihr sehen, das ist so traumhaft. Liam, ¿qué estamos haciendo? Una pista de coche. Wir bauen hier nämlich eine ganz lange Piste für die Autos. Nuestro hijo. Julio ist gerade von seiner Arbeit gekommen und wir machen jetzt gerade so eine Struktur, also wie so einen Stundenplan, wo wir uns dran halten können, einfach um so Rituale einfach beizubehalten, wie zum Beispiel ich gehe morgens mit Tommy raus und mache dann Sport oder er geht arbeiten etc. etc. Und ja, wann ich mein Video schneide, wann ich Babbel lerne, wann ich das Essen vorbereite und so, dass ich das einfach ein bisschen strukturierter habe. Und mal sehen, wie gut es klappt. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, es sieht auf jeden Fall schon einigermaßen voll aus. Das war's.
war's auf jeden Fall mit meiner Morgenroutine hier in Spanien. Ich bin ja erst seit 2 Wochen jetzt hier und habe aber trotzdem schon eine kleine Routine, die sich so ein bisschen eingespielt hat über die Zeit. Aber diese Routine oder diese Struktur wird sich bestimmt noch die nächsten Monate, die nächste Zeit, wo ich hier bin, ändern und auch variieren. Aber ich wollte euch einfach so einen kleinen Einblick geben, was ich hier am Morgen erlebe, was sich so verändert hat. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr anders hier, aber ich mag es extrem und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man sich auf neue Sachen einlassen kann, auf neue Kulturen, auf die neue Sprache, auf ja, ein bisschen neue Weise zu leben. Julio ist ja immer von, also unter der Woche von kurz vor 9 bis 4:30 ungefähr arbeiten. Das heißt, ich habe die Zeit hier immer alleine mit seiner Familie und habe dort halt auch die Möglichkeit, mit Bubble, also mit meiner App, weiterhin Spanisch zu lernen. Oder wie ich euch gezeigt habe, am Morgen versuche ich gerade echt regelmäßig Sport zu machen und so die kühle Stunde am Morgen, die jeder hier eigentlich ausnutzt, für meinen Sport zu benutzen, für mein kleines Sportworkout zu benutzen. Also entweder gehe ich ins Meer schwimmen oder ich mache halt ein kleines Workout. Das kann man jetzt nicht, also ich mache jetzt kein krasses Workout oder so, aber einfach, dass ich mich gut fühle, dass ich mich bewege, weil ich esse hier so viel, weil die Familie hier extrem gut kocht. Die Latinos einfach auch mehrfach essen und auch sehr gut und reichhaltig essen. Also ich habe jetzt noch nicht extrem viel Erfahrung gesammelt, aber in der Familie, wo ich jetzt bin, ist es auf jeden Fall so, dass es sehr, sehr gutes Essen gibt. Und deswegen motiviere ich mich oder versuche ich mich zu motivieren, auch mit diesem Video immer dran zu bleiben und ein bisschen Sport zu machen. Genau, auf jeden Fall ist es für mich hier ein großes Abenteuer und es freut mich voll, wenn ihr irgendwie dran bleibt an meinen Videos. Ich sehe ja eure Kommentare, eure Daumen hoch und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die über 100 Abonnenten. Das freut mich total und es macht mir so, so viel Spaß, irgendwie an YouTube dran zu bleiben, Videos zu produzieren. Gut, jetzt ein kleines Update zu meinem Auge. Wie ihr seht, mein Auge geht voll ab. Also meine Pupille ist quasi so groß und das liegt daran, dass ich jetzt vor ein paar Tagen nochmal beim Arzt war. Mein Auge ist ja immer noch entzündet und der Arzt hat mir dort mehrere Medikamente verschrieben, die auch meine Pupille erweitern. Ich hoffe einfach, dass ich das bald legt und ich wieder starten kann mit Videos und weil so fühlt man sich manchmal einfach nicht so Bombe, sagen wir es mal so. Grüße gehen raus an jeden, der das hier sieht und bis dann.